Das neue Jahr hat für den EHC Red Bull München genauso begonnen, wie das alte zu Ende gegangen ist. Mit der Fortsetzung der Niederlagenserie über den Jahreswechsel hinweg. Mittlerweile reihen sich schon 5 verlorene Spiele aneinander. Dass das momentan nicht unser Anspruch ist, das glaube ich, ist jedem bewusst. Wobei man da auch einiges differenzieren muss. Ich meine, die letzten Spiele wurden alle in der Verlängerung oder im Penaltyschießen verloren. Wir müssen es halt einfach mal wieder hinbekommen, über 60 Minuten konzentriert zu spielen. Schon im Dezember war die deutsche Eishockeyliga ein schwarzes Ergebnisloch für die Münchner. Von 11 DEL-Spielen wurden 9 verloren, was auch Erfolgstrainer Don Jackson nur schwer erklären kann. You know, character comeback. Wir sind, an immer nächstes Spiel suchen immer arbeiten. In dieser angespannten sportlichen Situation kommt nun das erste Halbfinalspiel in der Champions Hockey League. Im eigenen Stadion empfängt der EHC Red Bull München den 17-fachen finnischen Meister Tappara Tampere. Der Gegner ist sehr stark. Wir haben ja schon ein bisschen eine Geschmacksprobe bekommen aus Finnland mit dem finnischen Meister Luko Rauma im Viertelfinale. Und es wird sicherlich läuferisch auf einem sehr hohen Niveau sein. Und wie gesagt, wir müssen einfach bereit sein von Anfang an. Und dann denke ich, dass wir auch eine Chance haben. In der deutschen Eishockeyliga ist der EHC Red Bull München auf den 4. Platz zurückgefallen. Ist die Quarantänezeit gekommen, wo doch einige Spieler auch infiziert waren. Und danach, klar, es ist erst einmal gut weitergelaufen, aber der Spielplan mit jedem zweiten Tag ein Spiel hat sich übrigens dazu getan, dass vielleicht in den ein oder anderen Spiel dann einmal das ein oder andere Korn gefehlt hat. Aber wie gesagt, das dürfen wir nicht als Ausrede benutzen, sondern wir müssen jetzt schauen, dass wir über 60 Minuten wieder konzentrierte Leistungen hinbekommen. Und dann bin ich mir sicher, dass wir wieder auf der richtigen Straße unterwegs sein werden. Der Terminplan ist weiterhin voll und eng besetzt. Jeweils 3 Spiele gibt es in dieser und in der nächsten Woche. Viele Gelegenheiten, um den ersten Sieg des Jahres einzufahren.